Ich habe mich da schon früher auch immer wieder mit beschäftigt. Ich habe ein großes Interesse an Organisationsthemen und da weniger an den, wie soll ich sagen, trockenen, biederen Strukturthemen, als mehr an den Themen von Organisationsentwicklung. Und Organisationsentwicklungsthemen haben halt eben viel mit Menschen zu tun und mit Teamzusammensetzungen und Rollen in Teams. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist völlig klar, dass das in den letzten 10 Jahren ein Thema geworden ist, was zur Organisationsentwicklung und zu dem, wie funktionieren Teams und wie bringen Teams gute Leistungen, eine große Rolle spielt. Also das Oberbegriff ist eigentlich im Wesentlichen der Diversity-Begriff, mit dem ich mich da im Wesentlichen mit beschäftigt habe. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dieses Thema Menschen in ihren Fähigkeiten zu entwickeln und sie dort auch aus ihren von außen vorgegebenen Begrenzungen herauszuführen. Ne? Und dieses Thema soziale Gender-Ungleichheit ist ja ein exogenes, ist ja von außen vorgegeben. Und solche Begrenzungen zu reduzieren und damit Menschen zu neuen Möglichkeiten zu finden, zu bringen, das finde ich ist das Spannende.